Mit großer Leidenschaft und Power managen heute viele moderne Landwirtinnen ihr Leben zwischen Kinder, Stall und Erzeugung hofeigener Produkte. Iris Zitz vom Burgerhof, hoch über Damsweg auf 1390 Meter, ist eine Quereinsteigerin aus Liebe. Also das Hotel- und Gastronomiefachfrau habe ich gelernt. Ich habe die letzten 6 Jahre im Familienbetrieb von meinem Stiefvater gearbeitet und den geleitet. Und jetzt bin ich halt dann auch vergeben. Der Liebe wegen grundsätzlich. Ja, also es ist schon hart, weil der Tourismus und der Gast, der geht mir schon extrem ab. Teilweise ist es schon hart, aber es ist okay für mich. Gell? Es ist irgendwie so, man hat das nachher schon gekommen gesehen, das Hotel, wie das, was meine Eltern führen, das lebt ohne mich weiter. Das geht. Aber so einen kleinen Bauernhof, was wir da haben, ohne Bayerin, das war der sichere Untergang wahrscheinlich gewesen. Deswegen war das nachher auch rein, weil ich einfach nicht aus egoistischen Gründen diejenige sein, was die Kirche das letzte Mal austreibt. In Harmonie mit Tier und Natur leben und wirtschaften können, das steht für viele Bauern im Vordergrund. Also wir waren echt lange allein, ich mein Mann, weil unser Bruder, der hat dabei gearbeitet, jetzt sind immer wir zwei allein gewesen. Schwiegereltern waren nicht da, die waren im Seniorenheim. Und ja, und auf einmal ja, ist die Schwiegertochter da. Ich war froh, dass er eine gefunden hat und dass eine da aufgeht. Das ist auch nicht so einfach. Weil jede mag das nicht, nicht. Andere Kinder träumen von Urlaub am Bauernhof. Valentina, Tommy und Marie können dieses Abenteuer jeden Tag erleben. Ja, grundsätzlich bin ich da schon voll in der Schule drinnen. Ich bin quasi noch halb der Lehrling, weil ich glaube ich auch ziemlich lange noch bleiben. Weil so wie die zwei, also meine Schwiegereltern allein das Kropfenbachen schon, dann, die sind ein eingespieltes Team. Gell? Da stehst du meistens ein bisschen im Weg, aber ja. Ich darf schon probieren, also dieses in Teig wurzeln und so, das ist eine ganz eigene Kunst und das muss auch perfekt sein, weil sonst muss man selber essen. Aber ich bin auch irrsinnig froh, dass sie noch da sind, weil sonst, es geht nicht so einfach mit 3 Kindern so, kann ich meinen Hauptjob, den was ich habe, also mein Hauptjob ist Mama zu sein und den kann ich jetzt halt voll ausleben, einfach weil die Juli und der Sepp da sind. Ich glaube, die Iris, die macht das auch gerne, weil sie auch mit den Kräutern so gerne macht. Jetzt tut sie Salben und so Sachen machen, also echt gute. Hat mir auch schon geholfen, das war wunderbar. Und jetzt tut sie auch noch so gute Tees machen. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Schwiegertochter, echt, muss ich schon sagen. Gemeinsam statt einsam war immer das Motto der Altbauern Julia und Sepp. Und genau dieses Gemeinsame leben sie nun mit der nächsten Generation weiter.